Am Roten Felsen, unweit der Trierer Hochschule, sind am Montag offenbar die sterblichen Überreste der seit fast 8 Jahren verschwundenen Studentin Tanja Gräf gefunden worden. Die aus Korlingen, Kreis Trier-Saarburg, stammende Tanja Gräf war Anfang Juni 2007 nach einem Besuch des Sommerfests der Hochschule auf mysteriöse Weise verschwunden. Mit einem beispiellosen Ermittlungsaufwand wurde nach der jungen Frau gesucht. Die Ermittler gingen seit einigen Jahren davon aus, dass Tanja einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Trier mitteilen, hatten Arbeiter am Montagmorgen kurz nach 8.50 Uhr bei Arbeiten an einem Steilhang menschliche Knochen und Schuhe gefunden. Die Arbeiter waren dabei, Bäume und Hecken am überwucherten Hang freizuschneiden. Aufgrund der bisherigen Untersuchungen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um die sterblichen Überreste